Ja, danke schön. Ich bin Güters Loher Stadtmeister. War nicht so schwer. Und ich habe euch einen Text über Arroganz mitgebracht. Aber den mache ich dann im Finale. Stattdessen etwas sehr Demütiges. Ich war neulich auf einer Veranstaltung, die hieß Slam gegen Rechts. Keine Sorge, Slam hat gewonnen. Aber ich habe mir im Zuge dessen gedacht, so, welches Tier ist eigentlich der größte Feind der Demokratie? Und ihr könnt gerne mitraten, so ist ein Mitmachtext. Es sind ein paar Hinweise in dem Text versteckt. Der Text heißt Der Marder. Ein Mann mittleren Alters hält sein Kleinkind zum Scheißen über einen Mülleimer. Der Gütersloher Bürgermeister steht in Flammen und versucht, sich selbst auszupissen. Liebe Grüße. Es ist die Apokalypse. Unsere einzige öffentliche Toilette ist 50 Cent teurer geworden. Ein eingenäster Salafist übergibt mir einen stark gekürzten Koran. Das Ende ist nah, steh auf der richtigen Seite, Bruder. Meine Mutter ruft an. Kelly, komm sofort nach Hause. Meine Mama nennt mich Kelly wegen ihres Lieblingssängers R. Kelly. Es gibt bei uns in Ostfriesland kein Internet, das ist quasi 2002. Mama, beruhig dich. Ich bin ein Mann. Die ganze Welt ist meine Toilette. Das ist doch das einzige Privileg, das wir haben. Kelly, was laberst du denn da? Ich dachte wegen der Toilettenpreise in Gütersloh. Reiß dich zusammen, Kelly, hier ist das Unsagbare passiert. Wir haben einen Marder. Ich möchte euch nicht mit ostfriesischer Mythologie langweilen, aber Marder sind eine große Sache. Sie zerbeißen Kabel. Ich klemmte also meinen Koran unter den Arm und legte meiner Katze 10 Euro für Essen auf den Tisch. Daheim werde ich durch eine Schleuse gelotst und bewaffnet. Das ganze Dorf hat sich in unserem Vorgarten versammelt. Kelly, du brauchst keine Angst zu haben. Die Mama hat alles aus deinem Kinderzimmer in Sicherheit gebracht. Die Twilight-Filme, die Twilight-Bücher, die Twilight-Bettwäsche, die beglaubigte Twilight-Urkunde, die offiziell bestätigt, dass das keine Phase ist. Die ganzen Klassenfotos, bei denen du so schön die Augen deiner Mitschülerinnen ausgeschnitten hast. Das Militär ist da. Sogar Opa hat seine Uniform angezogen. Ich möchte nicht spezifizieren, welche, aber es ist krass, dass er die noch hat. Er isst noch seine Zigarette zu Ende. Dann drückt er mir eine Stabgranate in die Hand. Der Marder ist das feigeste Tier von allen. Er mag nicht danach aussehen, aber alles, was er will, ist Schaden anrichten. Er versucht, sich bei dir einzunisten und von innen heraus deine Systeme zu kappen. Du musst ihn von Anfang an mit allen Mitteln bekämpfen, denn du kannst ihn nur so lange ignorieren, bis es zu spät ist. Wo ist der Marder? Auf dem Dachboden. Wenn die See ruhig ist und NDR1 gerade nicht die Hits der 80er, 90er und das Beste von heute spielt, kann man ihn fühlen hören. Und er kann sicher nicht erstmal da bleiben. Es ist ein Lebewesen. Müssen wir es in der Ordnung, in der wir leben, nicht aushalten? Der Marder ist das feigeste Tier von allen. Er mag nicht danach... Ach ja, er kann schon seit der WM 2006 nichts anderes mehr sagen. Vorbereitet hat uns das nicht. Auf dem Dachboden, finde ich. Zusammengerollt in der rechten Ecke. Björn Höcke. Hallo. Er versucht mir die Hand zu geben, aber ich habe bei der Thüringer Landtagswahl aufgepasst. Entschuldigen Sie mich kurz. Ich trete vor die Menge. Okay, also wir haben keinen Marder, auf unserem Dachboden ist Björn Höcke. Erleichtert rüsten die Leute ab. Na, Otto Walke, sei Dank, Mann Kelly. Es ist trotzdem für alle Helfer Suppe da. Mama, Björn Höcke ist auf unserem Dachboden. Was frisst so ein Höcke denn? Magst du ihm auch einen Teller Suppe bringen? Nein, Mama, ich möchte einem sozialen Brandstifter, den man auf richterlichen Beschluss hin als Faschisten bezeichnen darf, keinen Teller deiner Seehundsuppe bringen. Ach, jetzt wo der Marder plötzlich ein Politiker ist, dessen Meinung dir nicht passt, muss er auf einmal verschwinden. Es ist ein Lebewesen. Müssen wir es in der Ordnung, in der wir leben, nicht aushalten? Meine Familie wird schon immer SPD. Nicht aus Überzeugung, sondern weil es in Ostfriesland wirklich kein Internet gibt. Da ist quasi 2002. Und ich verlange nicht, dass meine Weltanschauung geteilt wird, in einer Region, in der Seebestattung heißt, den vollständigen Kadaver bei Ebbe in die Nordsee zu werfen. Aber ich hasse es, wenn Sie so tun, als seien Sie progressiver als ich. Denn unsere Demokratie muss nicht aushalten, dass einige unsere Demokratie nicht aushalten. Ich muss nicht die Ängste von Gleichaltrigen ernst nehmen, mit denen ich früher NPD-Plakate beschmiert habe und die heute die gleichen Plakate in Blau aufhängen. Und ich muss verdammt nochmal nicht das faschistische Aushängeschild der AfD auf meinem Dachboden Seehundsuppe essen lassen. Ich hocke mich zu Höcke und bitte ihn zu gehen. Er sagt, dann käme nur jemand noch Schlimmeres. Vor ihm hätten schon Lucke, Petri und Gauland hier gewohnt. Ich glaube nicht, dass es noch schlimmer geht und überlege, ob Sauron auf meinen Dachboden passt. Was lesen Sie da? Ich gebe Höcke meinen Koran. Er prüft ein letztes Mal, ob es regnet. Dann zerfällt er zu Staub. Später am Tisch fragt Mama, ob ich jetzt alle meine Probleme mit Salafismus lösen will. Ich schaue zu Opa, der gerade zur Vorspeise einer lebendigen Möwe in den Nacken beißt. Nein, ich habe heute etwas anderes gelernt. Der Marder ist das feigeste Tier von allen. Er mag nicht danach aussehen, aber alles, was er will, ist Schaden anrichten. Er versucht, sich bei dir einzunisten und von innen heraus deine Systeme zu kappen. Du musst ihn von Anfang an mit allen Mitteln bekämpfen. Denn du kannst ihn nur so lange ignorieren, bis es zu spät ist. Vielen Dank.